So hätten sie sich die Kreuzfahrt sicher nicht vorgestellt. Die rund 6000 Passagiere müssen sich mit dem Blick hinunter in den eher tristen Hafen von Civitavecchia begnügen. Das nahegelegene Rom bleibt für sie zunächst unerreichbar. Sie dürfen das Schiff vorerst nicht verlassen. Bei zwei chinesischen Gästen an Bord besteht der Verdacht einer Infizierung mit dem neuartigen Coronavirus. Solange der nicht ausgeräumt ist, sitzen sie und die Crew fest. Das Virus taucht auch außerhalb Chinas in immer mehr Ländern auf. Auch in Deutschland gibt es neue Verdachtsfälle. In Erfurt und Apolda gibt es bei 3 Patienten einen Anfangsverdacht. Alle 3 waren nach Angaben der Gesundheitsbehörden von einer Reise aus China zurückgekehrt. Sie seien aber nicht im Risikogebiet gewesen. Auch einen wissentlichen Kontakt mit Erkrankten habe es wohl nicht gegeben. Aufgrund der Symptome wurden alle 3 vorsorglich auf Isolierstationen untergebracht. Die Ergebnisse der Blutproben werden noch für heute erwartet. Trotz der steigenden Zahl der Infektionen und Verdachtsfälle bei dem neuartigen Coronavirus warnen Mediziner vor Panikmache. Wenn wir vergleichen mit SARS 2003 beispielsweise, gab es über 8000 Fälle innerhalb von 9 Monaten mit knapp 800 Toten. Wir haben mittlerweile über 7000 Fälle mit weniger als 200 Toten, also die Sterblichkeit scheint deutlich niedriger zu sein. Und wenn man das im Vergleich zur Influenza setzt, also gerade die Saison 2017-18, dann hatten wir allein in Deutschland über 1600 gesicherte Todesfälle, also mit Bestätigung des Erregers, und geschätzt 25.000 Todesfälle. Und das hat in keinster Weise zu einer vergleichbaren Panik geführt. Entwarnung gibt es bei 3 Verdachtsfällen in Dessau-Roßlau, Naumburg und Potsdam. Nach Informationen der Gesundheitsbehörden von Sachsen-Anhalt und Brandenburg hat sich in allen 3 Fällen der Anfangsverdacht nicht bestätigt.